Possiamo iniziare? Allora, diamo il benvenuto a Chiara Camperale, che è qui con noi stasera per presentare il suo ultimo romanzo, Il grembo paterno, pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 2021 e appena uscito in lingua tedesca per la Folio Verlag, con il titolo In Vaterleib, nella traduzione di Verena von Koskull. E diamo il benvenuto anche a Lorena, che stasera si occuperà delle letture e della traduzione in tedesco. E prima di iniziare la nostra chiacchierata, chiederei subito a Lorena di leggere un passaggio molto significativo del libro, in cui la protagonista, Adele, si interroga sul metaforico grembo paterno, che dà anche il titolo al romanzo. Wir begrüßen heute Abend Chiara Camperale bei uns, deren Buch bei Feltrinelli im Jahre 2021 erschienen ist, Grembo Paterno, und eben im Deutsch, im Vaterleib, in der Übersetzung von Verena von Koskull erschienen ist. Wir werden jetzt eine sehr bedeutende Passage lesen, die eben den metaphorischen Sinn des Vaterleibs oder des väterlichen Schoßes umfassen wird und dann ein bisschen darüber sprechen. Und heute Nacht, da ich ihn wieder auf diesem Stuhl sitzen und sich die Stirn trocknen sehe, verstehe ich, dass nicht ich die Einzige war, er war der Einzige. Es war nicht die Anmaßung seiner Liebe für mich, die mich zwang, mich allen verfügbar zu machen, ohne mich je jemandem hinzugeben. Ich war es, die dort drinnen schweben wollte, im Vaterleib. Vermischt mit seinem Blut, den Bann dieser Milch einzusaugen, für den die Alte aus der Milchhandlung keinen Kredit gewährt hatte, als er 9 Jahre alt war und die seine Mutter vielleicht hätte retten können. Um seine Wut einzusaugen, seinen Drang mehr und noch mehr zu verlangen, die Unmöglichkeit zu bleiben, ebenso einzusaugen, wie jene vorzugehen. Es aber dort drinnen zu tun. Denn solange ich dort drinnen schwebte, waren wir immerhin zu zweit. Zwei Habenichtse, die alles hatten und damit beim besten Willen nichts anzufangen wussten. Doch wenn ich nicht dort drinnen war, war ich allein, würde für immer allein sein. Chiara, perché hai deciso di intitolare così il tuo romanzo? So che questo libro ha avuto una gestazione molto particolare. Avresti voluto scriverlo nel momento in cui fosse morto tuo padre, e invece la nascita di tua figlia, Vita, ha fatto in un certo senso da defonatore. Sì, buonasera, grazie di essere qui, grazie a voi ragazzi. È la prima volta che porto un mio romanzo a Vienna e sono felice sia questo e con questa casa editrice. Forse è la prima volta nella mia storia che mi piace più un'edizione straniera che l'edizione italiana, proprio come la trovo bellissima. Allora, sì, io da sempre nei miei romanzi mi interesso di alchimie umane, cioè di quello che gli esseri umani nel momento in cui si incontrano riescono a darsi e a togliersi. E naturalmente quindi i laboratori che mi interessano di più sono le storie d'amore e le famiglie e la famiglia. Mi sono interrogata tanto nei miei romanzi sulla dimensione dove secondo me l'essere umano dà il meglio e il peggio di sé, che è l'amore. E tante sono state le mie domande sull'amore nei miei romanzi. In questo romanzo è come se andassi all'origine di quelle domande, ma come mai che quando amiamo, nonostante amiamo, proprio perché amiamo, facciamo tutti questi errori?
di queste frage è difficile per me perché sarei una die erste Frage bezieht sich darauf, weshalb dieser Titel gewählt wurde. Ich weiß, dass es eigentlich der ausschlaggebende Moment gewesen wäre, falls dein Vater verstorben ist. Aber stattdessen wurde deine Tochter geboren, was eigentlich die finale Zündung war, um diesen Roman zu schreiben. Weshalb eben hast du diesen Titel gewählt und was bedeutet er? Dann eben Chiara sagt, guten Abend an alle. Es ist das erste Mal, dass ich in Wien eines meiner Bücher präsentieren darf und ich bin sehr glücklich, dass ich es mit diesem Verlag machen darf. Es ist auch das erste Mal, dass mir eine fremdsprachige Ausgabe des Buches eigentlich besser gefällt als die italienische, deswegen sie bedankt sich sehr. Und eben auf die Frage zurückzukommen bezüglich des Titels. Seit jeher, seit ich schreibe, interessiert mich sehr einfach die Begegnungen zwischen Menschen, der Austausch zwischen etwas von sich zu geben und das Wiedernehmen, sowohl Liebes- als auch Familiengeschichten. Und ich habe gedacht, dass ich immer zum Ursprung der Dinge zurückgehen muss und mich fragen muss, weshalb geben wir sowohl das Beste als auch das Schlechteste von uns in zwischenmenschlichen Beziehungen und wie werden wir eigentlich zu dem, was wir sind. E in effetti, 5 anni fa è nata mia figlia e io, che sono sempre abituata a muovermi per un'urgenza, credevo che arrivasse l'urgenza di scrivere un libro da madre. E invece, nonostante sia nata lei, proprio perché è nata lei, chi è genitore credo che lo sappia, che fra le infinite, nello tsunami che ti porta un figlio nella tua vita, ti riporta al mittente, no? Dice, ma ricominci a mentre provi a capire che cosa significa essere un genitore, il tuo essere stato figlio torna a trovarti. E così è successo. E quindi ecco la storia di una figlia, di una donna, Adele, che è una donna di una quarantina d'anni, che si ritrova con una bambina fra le braccia, in una notte particolare per tutta l'umanità, e per colpa o grazie a una storia d'amore che sta vivendo, riva laggiù, dove ha imparato e forse disimparato ad amare come tutti noi, dove va nel grembo paterno, anche nel grembo materno, però io volevo proprio in questo romanzo raccontare gli uomini, raccontare i padri, i mariti, e i figli, e volevo che a raccontarli fossero le donne, quindi le figlie, le mogli, le amanti. Vor 5 Jahren ist meine Tochter geboren und ich schreibe eigentlich immer aus einem Notfall, aus einer Dringlichkeit heraus. Und ich dachte mir eben jetzt, indem ich Mutter geworden bin, ist dieses Kind, was eigentlich wie ein Tsunami war, in mein Leben getreten. Und ich glaube, jeder oder jede, die Eltern ist, weiß eben, was das macht, dass es dich eigentlich zurückbringt zu deinem eigenen Kind. Und das sehen wir eben auch in der Geschichte von Adele, der Protagonistin des Buches, eine ca. 40-jährige Frau, die ein Kind in Händen hält und wieder eben dorthin zurückgeht, in die eigene Kindheit, also dorthin auch, wo sie geworden ist. Und eben nicht in den Mutterleib, sondern in den Vaterleib. Und ich wollte eben auch diese Geschichte vor allem über Männer, Ehemänner, Söhne und Kinder schreiben, aber aus der Perspektive von Frauen. Also der Frauen, der Töchter, der Geliebten und... In questo romanzo le parole e la lingua rivestono un ruolo centrale. Prima di tutto, grembo paterno è la storia di due lingue, la lingua di Adele adulta, innamorata di Nicola, il pediatra della figlia, e la lingua di Adele bambina, che racconta la storia tra i suoi genitori. Ma ci sono molte altre lingue in questo romanzo, c'è ad esempio la lingua dei senza niente, che è il cognome che ha marchiato la famiglia d'origine di Adele, che è una, non è un dialetto in particolare, è una lingua
lingua di casa, una lingua, un lessico familiare, molto spiccia, molto concreta, ma anche fatta di silenzi, di non detti. E poi c'è la lingua di Nicola, che è un uomo moderno, è un uomo abilissimo con le parole, che incanta Adele con le parole. Tu l'hai spesso definito un giocoliere. E lei è un uomo molto affascinante, molto sposato, di cui Adele si innamora perdutamente. Ecco, che rapporto ha Adele con queste lingue? Tu dici spesso che nell'arco del romanzo, della storia, è una cosa che mi ha colpito molto: l'Adele bambina e l'Adele adulta finiscono per darsi la mano. Cosa intendi esattamente? In einem Roman spielen Sprachen eine zentrale Rolle. Sehr wichtig sind eben zwei Sprachen, die ich herausgelesen habe, also die Sprache der erwachsenen Adele und eben auch die Sprache der Adele, als sie ein Kind war. Und es gibt aber immer noch sehr viele weitere Sprachen im Buch, die sehr interessant sind, unter anderem eben die Sprache der Sensanierend, also der Habe-Nichts, wie es sehr gut übersetzt ist, im Buch, was nicht ein Dialekt ist, sondern eigentlich wirklich die Sprache der Familie, also ein Familienlexikon, ein Lexikon familiare, das auch eigentlich in Stille und in Schweigen sich ausdrückt. Hingegen gibt es eben auch wieder die Sprache von Nicola, einem anderen sehr wichtigen Mann im Buch, eigentlich der Kinderarzt von Adeles Tochter, in den sich auch Adele verliebt. Und er, genau im Gegensatz zu der Familie von Adele, wo Schweigen eigentlich die Familie bestimmt hat, zaubert mit Worten, er ist ein Jongleur von Worten, er ist sehr faszinierend, aber er ist auch sehr verheiratet. Und es geht eben darum, welche Rolle oder ja, welche Beziehung hat Adele zu diesen verschiedenen Sprachen. Und was mich auch sehr interessiert hat im Buch, war, dass du gesagt hast, dass sich die kindliche Adele und Adele als Kind und die erwachsene Adele immer mehr zueinander finden und sich die Hand geben. Dunque, sì, vedrete quando. Chi l'ha già letto il romanzo? Perché qualcuno è. Di qualcuno già l'ha letto, e questo romanzo ha due o forse addirittura tre lingue, tante, perché vedrete che alcune pagine dice, ma è lo stesso romanzo, però io credo che anche se pensiamo alle nostre vite, io volevo proprio ricreare quell'effetto che c'è in ognuna delle nostre vite, che parlano una certa lingua le nostre vite quando diventano adulte e parlavano una certa lingua quando erano bambine. Per questo io ti ho detto il lessico familiare, no? Il famoso lessico familiare. Tant'è che quando Adele per una serie di motivi ha una figlia da sola, il padre non c'è, e di chi si innamora? Del pediatra. Di questo pediatra, che dove scatta il cortocircuito? Lei a un certo punto dice: questo è un uomo che mi ha bussato al sangue. E proprio attraverso le parole, le grandi protagoniste di questo romanzo sono la fame, il cibo e le parole. Quando lui, è vero che è un ammaliatore, è vero che è una persona che sa usare molto bene le parole, mentre a casa di Adele no, perché i senza niente sono anche persone senza un alfabeto per trasformare in parole le loro emozioni, però all'inizio, quando cominciano a parlare lui da pediatra e lei da mamma di bambina che ha portato dal pediatra, lui a un certo punto dice: tutto chiaro, Adè? E quella Adè le bussa al sangue, la riporta lì per motivi che lei non capisce, ma come sempre non capiamo quello che può avere a che fare con l'amore, con l'odio, con un colore, tutto quello che ci riporta laggiù dove siamo stati bambini, passa sicuramente attraverso l'inconscio. Nel caso di Adele, lui la chiama in questo modo e la riporta in maniera molto dolce e violenta allo stesso posto, allo stesso momento, lì attorno alla tavola dei senza niente, che sono anche persone senza parole e persone abituate alla classica tavola di un certo tipo di famiglia, dove appena qualcuno vuole dire qualcosa che ha dentro dice: vuoi altra pasta? Adesso non so se questa sia una cosa tipicamente italiana, se succede anche
anche in Austria, non lo so, ma temo di sì. Genau, also ich würde sagen, dass dieser Roman 2 bis 3 Sprachen hat, eben auch sehr viele verschiedene Zwischensprachen. Und es geht vor allem um die Sprachen, die unsere Leben sprechen. Also unser Leben jetzt, das eine Sprache spricht, wenn wir erwachsen sind, und die Sprache, die unser Leben gesprochen hat, als wir ein Kind waren. Und genau deswegen habe ich eben auch probiert, diesen Ausdruck des Familienlexikons so zu verwenden. Adele hat im Buch Alleine ein Kind, sie zieht allein ein Kind groß, es gibt keinen Vater. Also alle, die das Buch lesen möchten, können dann schauen, weshalb. Und sie verliebt sich eben in Nicola, den Kinderarzt ihrer Tochter. Und im Buch wird eben geschrieben, er klopft an ihr Blut, wie eben auch sehr gut übersetzt wird. Denn die wichtigsten Themen im Buch sind Hunger, Nahrung und Worte. Und er bringt sie eben durch ein Wort, eigentlich während sie zu Beginn sprechen, indem er sie nämlich Ade nennt, zurück in ihre Kindheit, zurück an den Tisch ihrer Familie, wo also dieser Tisch eigentlich der Habe nicht, die eigentlich ohne Sprache, aber auch ohne ein Alphabet waren, um ihre Emotionen in Worte zu fassen. Und wo eigentlich immer, wenn jemand gerade etwas sagen wollte, sie unterbrochen wurde eben mit: Willst du noch mehr Pasta, willst du noch mehr etwas essen? Und ja, vielleicht ist das auch etwas typisch Italienisches, vielleicht gibt es das auch in Österreich, aber eben die Person wird unterbrochen, bevor sie eben etwas sagen kann, vor allem über Emotionen. Un aspetto che trovo molto interessante nel libro è l'evoluzione di alcuni personaggi, anche dal punto di vista della protagonista. E assistiamo in un certo senso anche a una sorta di ribaltamento dei ruoli. Ad esempio, nell'infanzia di Adele il male è incarnato da Rita, che è l'amante del padre, un po' l'innominabile, no? a tavola. Però poi paradossalmente Adele da adulta si ritrova esattamente nella stessa posizione. Cioè, l'amante di un uomo sposato con due figli. Anche le due figure maschili, i due protagonisti maschili di questo romanzo, che sono Rocco, il padre della protagonista, e Nicola, l'amante, evolvono e cambiano moltissimo. Quello che mi interessava sapere è come cambia il rapporto ovviamente della protagonista nei confronti di questi due personaggi, ma anche come sono nati nella tua testa e che rapporto hai tu con loro, non soltanto come scrittrice, ma forse anzi soprattutto sì, come donna, come madre, come figlia. Che bella questa domanda. Così intanto ci penso. Ein weiterer essentieller Aspekt im Buch ist die Entwicklung von den Personen, von den Figuren. Und sehr interessant ist eben auch, dass wir eigentlich eine Umkehrung der Rollen sehen. Denn in Adeles Kindheit war das Böse, sozusagen das Unnennbare, von Rita repräsentiert, die Geliebte des Vaters. Und in ihrem Erwachsenenalter jedoch nimmt Adele genau dieselbe Position ein. Das heißt, sie ist eigentlich Geliebte von einem verheirateten Mann, der 2 Kinder hat. Man sieht eben, dass sich diese beiden Männer, also die Wahrnehmung von Rocco und von Nicola, sehr verändern. Aber die Frage ist auch, wie verändert sich die Beziehung von Adele zu diesen beiden Männern? Aber auch, was mich interessieren würde, eben, wie sind diese beiden Figuren, Rocco und Nicola, entstanden? Und nicht nur, welche Beziehungen im Sinne einer Schriftstellerin zu den Figuren hast du zu ihnen, sondern auch, welche persönliche Beziehung hast du zu den beiden Figuren? Dunque, io ho finito di rileggere da poco per forse il libro che ho letto più volte in vita mia, di sicuro uno dei 3 romanzi che ho letto più volte in vita mia, Città al faro, di Virginia Woolf. L'ho riletto per preparare una lezione e in effetti, se ci pensate, quello è lo straordinario romanzo su come riusciamo a capire la nostra infanzia solo quando l'infanzia, quando siamo cresciuti. Tant'è che la prima parte del romanzo, la famiglia guarda il faro dalla casa,
nella seconda parte si guarda dall'isoletta dove c'è il faro la casa, e finalmente quel finale unico proprio della storia della letteratura del mondo, I had my vision, cioè la pittrice riesce finalmente ad avere. In questo caso Adele, che ha avuto l'infanzia minacciata da questa donna, l'hai detto benissimo, Rita, l'innominabile, no? La persona di cui bisognerebbe sempre parlare, in cui invece si dice no, vogliamo altra pasta, si parla di cose da mangiare, per non parlare di questa donna che non c'è, di questa presenza, no? Le presenze, vedrete che nel libro si nominano molto queste presenze, quanto la presenza di un'assenza può essere pesante in una famiglia. E a me interessava mettere la protagonista proprio nel ruolo della cattiva della favola, per poter guardare finalmente la sua infanzia, perché potesse finalmente avere la visione. Secondo me tutti noi, vedi, io ti ho detto divento madre e finalmente ho capito cose che non avevo mai colto di mio padre, di mia madre. Ecco, vai finalmente al faro, e dal faro ti giri e finalmente nel bene e nel male vedi. Nel bene e nel male, nel senso che secondo me poi sempre nel bene, perché puoi vedere qualcosa di terribile, ma io sono fermamente convinta, ci credo proprio nell'imperativo greco conosci te stesso, cioè io credo che la conoscenza di noi stessi liberi noi e le persone poi di conseguenza che hanno a che fare con noi. Ich habe noch mal das Buch gelesen, das ich wahrscheinlich am meisten in meinem Leben noch mal gelesen habe. Und das ist eben die Erzählung Fahrt zum Leuchtturm von Virginia Woolf, wo es darum geht, dass die Protagonistin ihre Kindheit verstehen kann und wo wir alle verstehen können, eben woher wir kommen. Und da geht es eben darum, dass die Familie zuerst eigentlich vom Haus auf die Insel zum Leuchtturm blickt und danach eben in der Schlussszene sieht man vom Leuchtturm von der Insel zum Haus zurück. Und die Protagonistin sagt eben so, I had my vision, also jetzt versteht sie, wer sie wirklich ist. Und das hast du eben sehr, sehr gut gesagt, Rita eben die Unnennbare, die man nicht ausspricht, obwohl man eben darüber sprechen müsste, aber immer, wenn man über sie spricht, wird eher gefragt, willst du noch etwas zu essen? Es wird über das Essen gesprochen. Sie repräsentiert eben auch diese Präsenzen, die im Buch sehr, sehr wichtig sind, die extrem schwerwiegend sind, weil sie unausgesprochen sind. Und ich glaube, dass Adele eben nochmal in diese Position, eigentlich in die böse Position kommen muss, um sich selbst zu verstehen, um ihre Kindheit zu verstehen. Und auch mir ist es so ergangen, dass ich eben, als ich Mutter einer Tochter geworden bin, Sachen verstanden habe, zum Beispiel auch über meinen Vater, die ich früher nicht verstanden habe. Und so können wir eigentlich eben zum Leuchtturm gehen und dann zurück eben zu uns selbst schauen. Und sowohl auf das Böse als auch auf das Gute schauen, wobei ich immer glaube, dass man eben das Wichtigste ist. Und ich glaube eben an diesen griechischen Imperativ, lern dich selbst kennen und dann eben kannst du dich selbst befreien, aber auch alle Personen. Poi per quanto riguarda il mio rapporto con questi personaggi, è vero, alcuni personaggi cambiano e altri no. Paradossalmente qui ci sono due tipi di uomo, due tipi di impostazione familiare. Abbiamo Edipo, quindi il padre di una volta, Rocco, e abbiamo Narciso, l'uomo contemporaneo. Diceva Ilman questa cosa molto bella, tremenda, è l'uomo che allude, illude, delude. È proprio così, cioè Nicola è proprio questo. Tant'è che nel mito di Edipo c'è più sangue, ma c'è catarsi, c'è evoluzione. Nel mito di Narciso non esce sangue, ma non c'è catarsi. C'è quel Ovidio, lo porta alle estreme conseguenze il mito, perché dice che perfino quando va all'inferno Narciso, che voglio dire l'inferno, fra la sfortuna di essere capitato all'inferno, comunque la compagnia è interessante, no? All'inferno. E invece cosa fa Narciso appena arriva all'inferno? Trova una pozza di fango e per di nuovo volersi specchiare. E quindi il mio rapporto con questi personaggi, io proprio non sono abituata nella mia vita a giudicare, perché mi sembra sempre un'occasione proprio mancata anche di divertimento e comunque di sicuro di comprensione. Quindi io non lo faccio nella vita, figuriamoci quando scrivo, e quindi io mi sono trovata con il cuore ugualmente straziato per le donne tradite, per le due donne tradite presenti in questo romanzo e per le due donne complici del tradimento, proprio
che non vince nessuno, cioè voglio bene a tutte e quattro. E gli uomini, diciamo che, ecco, io ho più simpatia per le persone capaci di cambiare, anche se scorre un po' di sangue, parecchio, ecco, sono più vicina a chi dell'esistenza accetta quella che per me è la sfida proprio, è la sfida, cioè quella di diventare attraverso il rapporto con gli altri qualcos'altro, ecco. Genau, also viele Personen im Buch verändern sich und andere eben nicht. Also es gibt wie Ödipus, der eben den Vater Rocco repräsentiert, aber eben auch Nicola, der eigentlich Narziss ist und der eben sowohl heranführt, der verführt, aber dann eben auch enttäuscht. Und das Wichtige ist eigentlich eine Katharsis, die zum Beispiel eben bei Narziss nicht vorkommt, weil er nicht in die Höhle hinabsteigt, weil eigentlich das Blut fließt, weil ich glaube eben, wenn das Blut fließt, dann kann eben eine Katharsis stattfinden. Narziss, das Einzige, was er macht, ist, sobald er wieder eben eine Pfütze sieht, dann spiegelt er sich erneut und verändert sich eben nicht und bleibt eigentlich dastehen, wo er begonnen hat. Und ich urteile eigentlich nie, nicht im Leben und deswegen auch schon gar nicht, wenn ich schreibe. Und deswegen war mein Herz oder mein Inneres auch zerrissen zwischen eigentlich diesen der Frauen, wobei eben zwei sowohl betrogen werden und zwei aber auch betrügen. Und ich mochte alle, also ich mochte alle gleich gerne und könnte nämlich nicht entscheiden. Und ich glaube aber eben, wenn dieses Blut fließen kann, das heißt eben, wenn diese Herausforderung angenommen wird, dass man sich konfrontiert mit sich selbst, aber auch mit anderen Personen und gerade eben in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, indem man sich mit anderen auseinandersetzt, eben über sich hinauswächst und sich verändert, dann ist viel gewonnen. Un altro aspetto molto importante in questo romanzo, quasi un personaggio del romanzo, è la fame. E nessuno sembra scampare da questa fame insaziabile, che è fame di cibo, ma soprattutto nel caso di Adele fame di affetto, fame di amore, fame di parole. E proprio Rocco, senza niente, che ha visto la madre morire di fame, ha fatto la fame e si fa in quattro per sfamare la famiglia, si ritrova con una figlia bulimica che mangia e vomita e quindi sfregia questo cibo. E vorrei chiedere a Lorena di leggere un passaggio molto bello del libro, secondo me, in cui praticamente i genitori della protagonista vengono convocati da una professoressa di Adele per parlare dei suoi disturbi alimentari. Ecco, Rocco, il padre di Adele, ha una reazione, secondo me, tenerissima e straziante, perché lui non riesce proprio a dare un senso a quello che fa la figlia e forse fatica anche ad ammettere di esserne in parte responsabile. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Buch ist der Hunger. Also niemand kann diesen beinahe unstillbaren Hunger entkommen, entfliehen. Es ist einerseits der Hunger nach Nahrung, aber auch vor allem der Hunger nach Liebe, der Hunger nach Worten. Und eigentlich Rocco, der Vater, der seine eigene Mutter verloren hat, weil sie an Hunger gestorben ist, hat nun eben eine Tochter, die an Bulimie erkrankt ist, die also die Nahrung verweigert, wobei er immer alles gemacht hat, um ihr natürlich die Nahrung zu ermöglichen. Und genau um diesen Aspekt dreht sich jetzt der nächste Ausschnitt, den wir lesen werden. Die Eltern von Adele werden von einer Lehrerin vorgeladen, um eben über ihre Essstörung, um über die Bulimie zu sprechen. Und meines Erachtens nach hat Rocco, der Vater, eben einen sehr zärtlichen, aber auch einen herzzerreißenden
herzzerreißende Reaktion, weil ihr einfach nicht verstehen kann, weshalb, er versteht den Sinn nicht, weshalb Adele das macht und will aber auch nicht verstehen und vielleicht auch nicht zu verstehen, dass er mitverantwortlich an Adeles Erkrankung ist. Ihre Tochter hat nicht einfach nur einen Diätfilm. Ihr Problem heißt Bulimie und es ist ein ernstes Problem, ein sehr ernstes. Vor ihnen fastet sie, aber dann isst sie heimlich alles, was sie kriegen kann und übergibt sich. Seit mindestens 2 Jahren. Ade. Ade, schau mich an. Ade, um Gottes Willen. Die Ogerstimme, die Wolfsstimme, die Vaterstimme. Verzeihen Sie, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Ton für Adele ist. Verzeihen Sie mir, aber ich weiß, wie ich mit meiner Tochter zu reden habe. Papa, was ist los? Lieber sollte auf mich sauer werden als auf Sie. Stimmt es, was deine Lehrerin sagt? Ja. Und was hat das für einen Sinn? Nichts essen, zu viel essen und dann kotzen. Was hat das für einen Sinn? Das hat nichts mit Sinn zu tun. Adele durchlebt eine tiefe Verstörung. Ade, was hat das für einen Sinn? Gar keinen, Papa. Ade, schau mich an. Ich tat es, ich schaute ihn an. Warum machst du das? Ich weiß es nicht. Dann hör damit auf, ja? Das kann ich nicht. Aber was findest du daran? Gar nichts, Papa. Dann hör um Gottes Willen auf damit. Er schmetterte die Faust aufs Pult, die andere in die Luft. Um Gottes Willen, hör auf. Beruhigen Sie sich bitte. Adele trifft keine Schuld. Wie? Sie trifft keine Schuld. Wer hat denn diese Bulimie? Ich etwa? Bin ich daran schuld? Sie, ich, alle. Io trovo questo passaggio bellissimo e secondo me diciamo il punto del romanzo in cui veramente Rocco, che è un personaggio che io adoro, come dire, emerge in tutta la sua essenza, secondo me. Un uomo semplice ma dal grande intuito, un uomo di un'altra generazione, abituato forse a risolvere i problemi più che a parlarne, ma a modo suo, secondo me, innamoratissimo della figlia. E ecco, che significato ha la fame? E che cosa hai voluto trasmettere con questa metafora nel tuo romanzo? Für mich ist das ein wunderschöner Abschnitt, weil es uns eben zeigt, dass Rocco, den ich persönlich eine sehr eigentlich berührende Figur finde, eben in seiner ganzen Essenz gezeigt ist. Also er ist eine sehr einfache Person. Er ist eine Person aus einer anderen Generation und er ist vielleicht daran gewöhnt, Probleme eher zu lösen, als über sie zu reden. Aber man sieht trotzdem in der gesamten Tiefe, wie verliebt er eben in seine eigene Tochter ist und was er eben alles für sie tun würde. Und meine Frage ist eben, was bedeutet dieser Aspekt des Hungers in deinem Buch? Was bedeutet diese Metapher vielleicht auch des Hungers? Allora, prima di tutto, continua questo romanzo a sorprendermi, perché giusto ieri a questa stessa ora a Salisburgo, la persona che era al tuo posto mi diceva: io ho detestato questo personaggio di Rocco, cioè com'è possibile innamorarsi di un personaggio così? Also mich überrascht mein eigener Roman immer wieder. Gerade gestern, als ich noch in Salzburg war, hat eben die Moderatorin, die gerade an Tanjas Stelle war, gesagt, ich hasse diese Figur von Rocco, ich verstehe nicht, wie man diese gerne haben kann. Perché sono personaggi controversi, perché se l'autore non li giudica, poi il lettore inevitabilmente c'è chi sente più vicino, cioè dipende dal suo grembo paterno e dal suo grembo materno o dal suo essere uomo o donna nel mondo il rapporto con questi personaggi. Anch'io come te Rocco lo amo profondamente, mi ha mortificata mentre lo scrivevo, però mi ha
alla fine mi innamora, perché io credo che l'amore abbia a che fare molto profondamente, abbia a che fare quasi del tutto con i gesti che noi non saremmo capaci di fare se non avessimo incontrato quella persona, che ci sia moglie, marito, figlio o genitore. Non credo molto nei gesti che ci portano lontano da quello che si è, appunto, volgarmente chiamata comfort zone. La fame. La fame, certo, che non a caso comincia con la morte di fame, no? Comincia proprio con una scena di fame vera, perché, come hai detto tu benissimo, muore la mamma di Rocco. E poi, ecco, io scrivo, i senza niente siamo persone più brave ad avere fame che a mangiare. E volevo mettere in scena anche la frase che c'è sul retro copertina della versione italiana, la nostalgia delle cose quando non sono ancora successe. Tutti i personaggi, chi in un modo, chi in un altro, sono più bravi ad avere a che fare con la speranza, con la nostalgia, con quello che hanno nel piatto o accanto a loro, o nel letto, non sanno bene cosa farsene. E io volevo mettere in scena senz'altro un tipo di carattere, che è quello di Adele, figlia di Rocco, quindi di sicuro un tipo di carattere, ma anche proprio l'essere umano, che non ha molta dimestichezza, tanto più se ha la natura di personaggi come i miei, che non ha molto dimestichezza con le preghiere esaudite, no? Madre Teresa d'Avila diceva Dio ci guardi dalle preghiere esaudite. E quindi la fame è una condizione che poi questo personaggio, Adele, si andrà a cercare non solo col disturbo alimentare, ma anche nei rapporti, perché scoprirà che lei si mette sempre in delle situazioni con un certo tipo d'uomo che la fa stare affamata, come se altrimenti non riuscisse a sentirsi innamorata, perché lei conosce quella condizione. E quindi, senza accorgersene, attraverso anche le storie d'amore, se qualcuno le seda quella fame, lei non sa più dove sta, non sa più neanche chi è. Genau, also meine Figuren sind sehr widersprüchlich und es kommt wahrscheinlich auf jeden Einzelnen an, auf ihren eigenen Vaterleib oder Mutterleib, aus dem er oder sie gekommen ist, ob man eine bestimmte Person mag oder nicht, Figur mag oder nicht. Und eben subjektiv, ich wie Tanja auch, liebe Rocco, er hat mich zwar wirklich zerrissen, als ich ihn schrieb, aber am Ende verliebte ich mich in ihn, denn er zeigt uns alle Gesten, die wirklich wichtig sind, um uns weit fortzuführen aus etwas, was ich vielleicht als Komfortzone bezeichne. Und der Hunger, die Thematik, die wir angesprochen haben, ist eben essentiell. Es beginnt auch mit einer wirklichen Szene von Hunger, wie du sehr, sehr gut gesagt hast, eben ist die Mutter von Rocco an Hunger verstorben, weil ihr eben nicht geholfen wurde. Und dieses zieht sich weiter in der Familie der Senza Niente, auch wenn sie schon reich sind. Und sie haben auch diesen Familienspruch, in dem sie sagen, wir sind besser darin, eben Hunger zu haben, als eben gesättigt zu sein oder etwas zu haben. Und an einer anderen Stelle des Buches sage ich eben, man hat Nostalgie von den Dingen, die noch nicht passiert sind. Und das zeigt sich eben auch im Buch immer wieder. Also mit dem, was man auf dem Teller hat, mit dem, was man vielleicht eben auch dann im Fall von Adele eben im Bett hat. Die zwischenmenschlichen Beziehungen, es genügt nie das, was gerade da ist. Und das wollte ich eben zeigen damit, dass Adele eben die Tochter von Rocco ist, von eben dem Mann, der aus dieser Vergangenheit oder aus eben dieser Kindheit kommt. Aber ich wollte auch die gesamte menschliche Existenz zeigen. Und Teresa von Avila hat eben auch gesagt, Gott schaut uns eben von den Gebeten heraus an, aber der Hunger ist eben unter anderem vor allem auch von Adele ein Aspekt, sie hat nicht nur Hunger nach Nahrung, die sie dann eben wieder verweigert, sondern eben auch Hunger nach Beziehungen. Und deswegen sucht sie sich immer Männer, die diesen Hunger in ihr sehen. Sie sehen den Hunger in ihr und machen sie hungrig. Und deswegen eben begibt sie sich dann in diese Positionen, wo sie sich selbst vielleicht sogar aus den Augen verliert und sich eben nicht mehr wiedererkennt. Grembo paterno non racconta però
però solo la storia di Adele, racconta anche la storia di un paese che cambia, di una generazione che cambia. E una cosa che mi ha molto colpito è la televisione, questa televisione sempre accesa, che tra l'altro è anche un po' simbolo di emancipazione sociale per alcune famiglie come quella dei Senza Niente. La protagonista poi dopo si troverà lei stessa a fare televisione, fino a quando viene un po' costretta a interrompere il suo storico, la sua storica trasmissione dell'adolescenza, perché a quasi 40 anni la conduzione di questo programma viene passata a un influencer più giovane. Ecco, che influenza ha la televisione nella vita di Adele bambina e di Adele adulta? E come reagisce Adele adulta quando le viene tolta la conduzione di questo programma? Sì, anche questo è un elemento importante, hai detto già quasi tutto tu, nel senso che c'è questa televisione che nel momento in cui arriva a casa significa che Senza Niente si sono emanci, no? Comincia una nuova epoca, è il simbolo del... Dice, adesso è diventata ricca, mi chiedono le amiche, no? Proprio quando arriva prima la macchina, ma poi soprattutto la televisione. Televisione che proprio anche nei suoi programmi segna proprio il tempo che passa. I capodanni sono molto importanti, i capodanni, perché lì i rumori che si sentono a casa dei Senza Niente sono i rumori, vedrete, sui piatti e questa televisione, no? che sembra quasi occupare il silenzio. E poi lei si ritroverà proprio suo malgrado inizialmente a subire, perché finisce a essere protagonista di un reality, figuratevi un po', proprio sui disturbi alimentari, quindi vedrete là c'è una parte che diventa, e lì però comincia davvero a cambiare la sua vita, si ritrova dal paese a Roma, è molto importante proprio l'arrivo a Roma, perché arrivano altri personaggi con cui Adele imparerà a stare attorno a tavola in una maniera diversa, che poi segnerà essere quella sua. La televisione racconta talmente tanto il paese che cambia che a un certo punto se ne va ed arriva la rete. E Adele, ovviamente anche questa è una metafora, perché io l'ho chiamata Adele la protagonista proprio per giocare sull'adolescenza, perché volevo raccontare proprio una generazione dei quarantenni di oggi che è incredibile, perché noi siamo figli di genitori che non sono mai stati bambini, perché non se lo potevano permettere, proprio come Rocco, no? Dovevano fare altro, e noi figli di una generazione di uomini e donne senza infanzia, è come se protraiamo questa infanzia all'infinito, questa adolescenza, tant'è che a 40 anni quando il produttore dice Adele va, si è fatta una certa, no? Cioè ancora continuare a fare il programma sull'adolescenza che gioca in maniera un po' stucchevole col tuo nome e basta. E arriva la rete, arriva questa influencer che Adele nei suoi confronti ha un po' lo stesso rapporto che io ho con quel personaggio, non la capisce, non la giudica, ma non ha proprio gli strumenti per capirla, perché è quelli che arriva, è un romanzo questo che racconta due generazioni e ce n'è una terza all'orizzonte, ma mentre le due generazioni, vedrete, succedono molte cose, cioè sono due generazioni che in una maniera faticosa riescono ancora a parlare. Di fronte a questa che arriva all'orizzonte ed è rappresentata dall'influencer ma anche dalla figlia del pediatra, il romanzo alza un po' le mani, come a dire, ma si potrà ancora parlare? O forse non si potrà più parlare? Torniamo al silenzio della casa dei Senza Niente, eppure un silenzio che ha a che fare con tantissime parole, con i social, no? E questa è una delle domande di queste pagine, di sicuro c'è anche questa questione. Genau, also Im Vater Leib ist nicht nur ein Roman, der eben diese wichtigen zwischenmenschlichen Beziehungen zeigt, sondern es zeigt auch ein Land, in dem sich über Generationen sehr viel verändert hat. Und das Wichtigste ist in diesem Buch auch das Fernsehen, das immer läuft. Also die Familie der Habenichts, auch wenn sie eben zuerst nichts haben und dann immer reicher werden, zuerst kommt das Auto, aber dann das Wichtigste, das Fernsehen. Dann auch die Freundinnen und
von Adele sagen, ah, bist du jetzt plötzlich reich geworden, weil du eben einen Fernseher bekommen hast. Und genau diese Beziehung von Adele Kind und dann eben auch Adele Erwachsene mit dem Fernsehen ist eben, dass der Fernseher sie das ganze Leben begleitet hat. Also vor allem zu Silvester war es sehr, sehr wichtig, weil eigentlich die Geräusche nur die Teller oder das Fernsehen waren. Und genau sie wird dann eigentlich durch die Essstörung, die sie hat, verändert sich eigentlich ihr Leben. Und sie selbst wird eigentlich die Protagonistin einer Reality-TV, der Adolescenza. Und genau deswegen habe ich eigentlich auch meine Protagonistin eben Adele genannt, weil wegen Adolescenza, also Jugend, ewige Jugend. Und sie ist heute eben eine Frau in den 40ern, aber eigentlich vielleicht wir alle, die in dieser Generation eben 40, 50 sind, wir alle sind Kinder von Erwachsenen, die eigentlich nie Kinder sein durften. Sie mussten in der Nachkriegszeit anderes tun und vielleicht wir, unsere Generation jetzt, projiziert eben dieses Jugendlichsein ins Unendliche. Und das sieht man eben auch in der Szene, wo dann der Regisseur von Adolescenza sagt zu Adele, okay, Adele, okay, jetzt eben mit beinahe 40, 35, 40 müssen wir eben den Stab weiterreichen und eben an eine neue Influencerin. Und Adele versteht diese neue Influencerin, die das macht, nicht. Sie urteilt nicht über sie, aber sie versteht es auch nicht. Und hier umfasst eben dieses Buch schon zwei Generationen, aber eben am Horizont ist eben bereits schon die dritte. Und diese dritte Generation ist eben sowohl die Tochter des Kinderarztes Nicola, Anna Maria, aber eben auch die Influencerin. Und da kommt eben der Gedanke auf, über was können wir überhaupt noch reden? Oder sind wir wieder in dem Schweigen zurück, in dem eben auch Adele in ihrer Kindheit war, aber eigentlich mit noch viel mehr Wörtern wegen eben den Social Media. Also in den Social Media sind zwar Worte, aber sind wir eigentlich im Schweigen. A questo punto passiamo, non so se ci sono delle domande, non so se ci sono delle domande. Tu vuoi, eh? Sì, certo, figurati. Vediamo se ci sono mani alzate. Questo libro, quindi sono molto interessata per la conversazione di oggi. E quello che mi ha incuriosito è stata questa ultima sua osservazione su questo non capire le generazioni nuove. Ma non è perché magari noi sappiamo già quello che è successo ai nostri genitori, siamo già piuttosto avanti con l'età e queste generazioni nuove devono ancora darci l'esperienza, non so, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Also vielen Dank. Ich habe den Roman noch nicht gelesen, aber ich finde es sehr, sehr interessant. Vor allem eben die letzte Beobachtung, eben dieses Unverständnis zwischen den Generationen. Also wie können wir die neuen Generationen verstehen? Vielleicht sind sie schon weiter, vielleicht eben müssen sie uns eigentlich ihre Erfahrung auch weitergeben. Also was denkst du darüber? No, io credo che sia proprio successo qualcosa negli ultimi anni. Credo proprio che questa rivoluzione di... Credo davvero che sia successo qualcosa e c'è un dialogo, vedi che bisognerebbe poi rivedersi quando si è letto il libro, c'è un dialogo molto importante nel romanzo, uno scontro a un certo punto fra Adele e Nicola proprio, no? Sul suo essere padre, che è molto diverso il nostro essere genitori oggi di come sono stati i nostri genitori, perché noi siamo la prima generazione psicologizzata. Cioè abbiamo preteso dai nostri genitori un'attenzione che non potevano darci perché avevano altri problemi, non avevano quella formazione, quella deformazione. L'abbiamo ottenuta noi perché abbiamo avuto il lusso anche grazie a loro di poterci capire qualcosa e ora i nostri figli, fra che siamo psicologizzati, ma forse lo siamo addirittura troppo, fra l'arrivo dei social che garantisce tutte queste opinioni ai ragazzi, ma così poche forse visioni, no? E però tutte queste opinioni e questo rapporto col vuoto così nuovo che inevitabilmente secondo me costringe a
entra nei rapporti e li modificherà, però secondo me non sappiamo ancora come. Quindi secondo me, proprio siccome appunto in questo romanzo vedrai sono così importanti le parole, i corteggiamenti, perché poi grazie, perché veramente ce ne sono tanti di temi dentro il romanzo e veramente sei riuscita in neanche un'ora a tirarli fuori quasi, quasi tutti, e senza tradire la trama e l'attesa e senza tradire chi non ha ancora letto, veramente bravissima, grazie. E, però anche nei corteggiamenti c'è tutto un, vedrete l'educazione sentimentale di Adele, passano almeno 3-4 storie d'amore prima di arrivare a Nicola, c'è un certo tipo di incontrare l'altro, c'è un certo modo di incontrare l'altro che oggi si capisce da questo personaggio di Delia Veru che non esiste più, che è un po' cambiato, e secondo me non siamo ancora pronti per capire come, cioè per capire cosa diranno di noi i nostri figli e in che modo affermeranno il loro stare al mondo ritagliandosi uno spazio per essere la persona che sono e non solo il figlio che sono stati. Credo a questo. Ich glaube wirklich, dass in den letzten Jahren etwas passiert ist. Es gibt auch einen Dialog, einen sehr wichtigen Dialog im Buch, eben, den man dann lesen kann. Vor allem eben auch über Nicola, der eben ein anderer Vater ist, als vielleicht eben Rocco für Adele war. Und ich glaube, dass wir eben die erste Generation sind, die sich jetzt selbst psychologisieren kann, also sich selbst eigentlich reflektieren kann. Und wir haben eigentlich auch diesen Luxus, uns eben verstehen zu können, vielleicht sogar zu viel. Und heutzutage eben kommen noch die gesamten Social Media dazu, die gesamten öffentlichen Meinungen und unsere Kinder, die eben dem allen vielleicht eben auch ausgesetzt sind, und wir wissen eigentlich, und ich glaube auch, dass wir noch nicht wissen, welchen Einfluss das alles eben auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen haben wird. Wir sehen eben zum Beispiel, dass Adele zum Beispiel 2 bis 3 Personen eben schon in der Jugend kennengelernt hat, und dass das eine andere romantische Begegnung war, wie sie eben vielleicht heute stattfinden würde. Und ich wollte eben auch danke an Tanja sagen, weil sie wirklich es geschafft hat, alle Aspekte des Buches, die wichtigsten Hauptthemen herauszukristallisieren, ohne eigentlich die wichtige Handlung des Buches zu verraten. Also wirklich Dankeschön. Und ich glaube eben, wir müssen eben auch zuhören und schauen, was unsere Kinder uns zu sagen haben, damit sie vielleicht eben wirklich die Personen werden können, die sie möchten, ohne nur unsere Kinder praktisch zu sein, also nur von uns zu kommen. Esce in Italia il mio nuovo romanzo, che è un romanzo travestito da favola per l'infanzia, all'Alice nel Paese delle Meraviglie, no? O Piccolo Prince. Quindi io proprio questa è una sfida che da sempre volevo accogliere, di scrivere qualcosa senza età, no? Avventure per i bambini e simboli per noi. E oggi è uscita l'anticipazione e comincia proprio dicendo: se non sapessi che è una favola scritta, un romanzo a forma di favola, scritta da Chiara Gamberale, dice questa bellissima, veramente tra l'altro mi ha rivelato tantissime cose questa recensione, saprei che l'ha scritto Chiara Gamberale per il motivo che stai dicendo tu. Nel senso che io credo che oggi avete conosciuto tanti scrittori in questi giorni, no? E ci pensavo, leggendo il programma, di sicuro esempio uno è Daniele Mencarelli, che abbia... cui siamo stati anche ieri, cioè gli scrittori di cui io mi fido e inevitabilmente sono di quella razza, cioè faccio parte di, che può piacere o non piacere, ma sicuramente se apri una pagina sai che quella pagina è di quello scrittore lì, perché è scritta in un certo modo e perché i personaggi, io non potrò mai raccontare, una volta quando ero incinta una mia presentazione dal pubblico una ragazza ha alzato la mano, ha detto a me un po' mi dispiace che sei incinta, dice, perché vuol dire che adesso sarai tranquilla e non racconterai più il tormento. Invece no, come vede, dal grembo paterno, anzi ancora peggio. Le proprio detto, io un po', di sicuro io dal mio esordio racconto personaggi che sono più bravi ad avere fame che a mangiare. Qui è come se veramente vado fino in fondo, cioè dico adesso capiamo perché, però a me le persone che piacciono nella vita e quelle che io
che sono abituata a raccontare, che mi interessa raccontare, perché io attraverso i romanzi poi capisco delle cose. Cioè io dopo il grembo paterno, no, stavo per dire una cosa troppo personale, però vediamo di dimezzarla, cioè certi errori mi fermo e dico no, però l'hai scritto te, non puoi poi andare a rifare quella roba là. No, cioè io, perché adoro scrivere? Perché vado in una piccola estasi dove capisco delle cose che non capisco vivendo, ma poi quando le ho scritte dico, vedi che allora da qualche parte la sapevo, quando dicono no, in maniera corriva, dice la terapia della scrittura, questo è. Quindi di sicuro a me interessa raccontare personaggi al vento, ma che dentro i quali c'è un forte braccio di ferro fra questo tormento di stare al mondo e la voglia, però, no? È difficile trovare un depresso nei miei romanzi. Trovo personaggi che cercano di trovare in una maniera anche fantasiosa e di sicuro sempre anticonformista il loro posto nel mondo. Quindi cambia ogni volta la storia, cambiano le dinamiche fra i personaggi, ma senz'altro mi interessa questo tipo umano. E quindi sì, ci hai visto bene, cioè senti bene. E nel grembo paterno cosa si può imparare? Ma io penso che sia necessario, come tutti ho amato l'esordio di Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi, no? Però non mi va bene, cioè io non mi va bene il fatto che quello che ci è successo da piccoli dobbiamo ribadirlo tutta la vita. Io credo che possiamo andare a rivedere, se andiamo nel grembo paterno e nel grembo materno, solo così poi possiamo affrancarci e non ripetere. Quindi cosa può dare il grembo paterno a ognuno di noi, cosa può dare? Credo che un viaggetto laggiù, credo che ci dia fondamentalmente la possibilità di amare in maniera libera. Questo credo che ci... qualunque sia stato quel posto, qualunque cosa sia successa, io credo che andare lì sia l'unico modo per chiamare nostra la vita che facciamo e non subirla, ecco, sì. Genau, also übermorgen erscheint mein neues Buch in Italien und es handelt sich um einen Roman, der in einer gewissen Weise ein bisschen als Fabel maskiert ist. Ich wollte eigentlich immer schon ein Buch schreiben in der Art ein bisschen des kleinen Prinzen, das heißt, das auch für Kinder gültig ist, aber wo Erwachsene Symbole sehen können. Und da eben hat bereits eben eine Rezensentin geschrieben, wenn ich nicht wüsste, eben, dass Chiara Gamberale dieses Buch geschrieben hatte, wüsste ich trotzdem, dass sie es geschrieben hat, weil eben genau ihr Stil eben so unverwechselbar ist. Und deswegen danke, dass du gesagt hast, dass du den Eindruck hast, eben meine Personen zu kennen. Und ich möchte eben so schreiben, denn ich finde, alle SchriftstellerInnen, zu denen ich Vertrauen habe, wie zum Beispiel auch Daniele Maccarelli, sind SchriftstellerInnen, die man mögen kann oder auch nicht, aber man weiß immer, um wen es sich handelt, man weiß, wie sie schreiben. Und auch einmal ist mir etwas Schönes passiert, als ich schwanger war und eben auch gerade eine Buchpräsentation gegeben habe, hat eine junge Frau im Aufgehört und gesagt, es tut mir eigentlich schon ein bisschen leid, dass du schwanger bist, weil sie eben glaubte, dass ich jetzt nicht mehr schreiben konnte. Aber nein, ich habe weitergeschrieben, ich bin sogar noch mehr in die Tiefe gegangen und erzähle jetzt mit ihm im Vaterleib wirklich von den tiefen Gefühlen des Menschseins. Und das hat mich eigentlich immer schon interessiert zu schreiben. Denn weshalb ich es liebe zu schreiben, ist, dass ich in eine Art Ekstase komme, wo ich Dinge verstehe, die ich nicht dachte, dass ich sie verstehen werde, die ich zuerst, bevor ich sie geschrieben habe, nicht verstanden habe. Und deswegen gefällt es mir, von diesen Figuren zu kreieren und von diesen Personen zu schreiben, die eben einerseits immer so eine Art eiserne Zerrissenheit in sich fühlen, einerseits zwischen Verzweiflung, aber eben einem Leben, an dem sie teilhaben möchten und die eben immer auf antikonformistische Art und Weise immer nach ihrem Platz im Leben suchen. Das heißt, die Rahmenbedingungen können sich ändern, die Kontexte, aber ich bleibe immer bei diesen Figuren, weil mich diese Essenz dieser Personen interessiert. Und da möchte ich eben auch sagen, dass eben das Erfolgsbuch von Paolo Giordano, diese Meinung teile ich eben nicht, dass eben alles, was uns als Kind passiert, dass wir das
das für immer mitzutragen haben, sondern ich glaube eben, wenn wir es schaffen, eben uns zu konfrontieren, eben mit dem Vaterleib, mit dem Mutterleib, ist es eben, was ist der Vaterleib, also eine Reise zurück zu unserer Kindheit und eigentlich dann dadurch mit dieser Konfrontation die einzige Möglichkeit, frei zu lieben und eben dorthin zu gehen, damit eben unser Leben, unser eigenes wird, wir es unser eigenes Leben nennen können und nicht am Leben zu leiden. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito, anche perché ci sarà in... Fammi ringraziare veramente. No. Copia ovviamente, quindi Chiara potrà autografare i suoi libri, che sono tra l'altro a disposizione sia in italiano che in tedesco. Ricordiamo che il libro è appena uscito il 28 febbraio, quindi è proprio fresco di stampa, con il titolo In Vaterleib per la Folio Verlag. E ringrazio di cuore Chiara per averci raccontato, come sempre, con tanta passione e generosità il suo ultimo romanzo, per poco, visto che sta uscendo, no? E ringrazio di cuore Lorena per aver tradotto e letto e per averci incantato con la sua bellissima voce, veramente, e grazie al pubblico qui presente. E a te, veramente, grazie, è stato bellissimo. Grazie per la bellezza e la bellezza anche questa manifestazione, grazie. Also, wir bedanken uns ganz herzlich, danke, dass Sie hier waren. Das Buch ist eben draußen erhältlich, um zu kaufen. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Chiara Gamberale, dass sie eben so großzügig und voller Leidenschaft über das Buch berichtet hat, aus ihrem Leben berichtet hat. Und eben vielen Dank, Tanja, an die super wunderbare Moderation und genau die ganzen sehr wichtigen Themen, die du herausgesucht hast. Ja, vielen Dank.